Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Musics Geschichte Nummer 4 abgeschlossen und sie hat ein Gesicht gemacht, was mich wahrscheinlich ein paar Tage lang in meinen Träumen verfolgen wird. So, jedenfalls, wir machen heute die nächste Charakterstory. Mal gucken, wie lange die geht. Ich habe wieder ein paar Sachen verkauft hier, zum Beispiel goldene Frische und so. Und jetzt können wir wieder irgendwas abzahlen. Verdammt, das hätte ich vielleicht lesen sollen. Ah! Na gut. Weiß nicht. Ich habe mal hier von der Tertalian-Kluft mal angenommen. Ich weiß nicht, ob wir 10 irgendwann schaffen. Da werde ich irgendwie so zwischen den Aufnahmen mal machen. Weil ich möchte das Dingens haben, das nächste, den nächsten Titel. So ein Bakura-Viech möchte ich am besten auch mal irgendwann begegnen. Wird ja wohl irgendwann der Fall sein. So, Drellin, ja, das lassen wir mal. Hamill. Hamill könnte ich mir vorstellen, dass da Elise vielleicht kommt. Machen wir... Kanbala. Er wartet hier auf mich. Nochmal Gaius. Und Amila. Keine Ahnung. Werden wir ja sehen. Ich habe mich da auch hin teleportieren können, glaube ich. Wir haben eine verbundene Art mit Muse bekommen. Weil wir voll die hohe Beziehung mit ihr haben. Okay, die höchste als mit jedem anderen Charakter. Wie ist das denn passiert? Da habe ich ja doch nur ein paar Mal zugestimmt. So, dann. Wer wartet auf uns? Jude. Okay. Jude's Geschichte fortsetzen? Ja, klar. Ist dann schon Kapitel 5, wo einst Träume gediehen. Gediehen? Oh, Celsius. Hat sich da nur kurz am Rücken gekratzt? Ja, du dachtest, es könnte dich ein bisschen mehr zu Hause machen. Es ist sehr pleasant. Wir sind bereit, dir die Orte zu zeigen, die du erinnerst. Eine Präferenz für die Order? Unter ihren current Namen. Die Areas sind die Kajara Sea Falls, Fenmont. In Fort Gundala. I'll leave it to you. But just make sure Fort Gundala is last. Oh, why is that? You asked if I had a preference, and I answered. Fort Gundala is a military installation. We should probably ask Rowan to get us permission to visit. Good idea. I'll give him a call. In the meantime, let's start by visiting the other two. Yo. Take me to Kijara Sea Falls or this Fenmont of yours. Okay. Aber mit wem? Rowan, ja, Rowan kommt auch dann direkt mit. Fenmont. Auf Fort Gundala konnte ich nicht hin, ne? So, Kijara Fälle. Zack. Besten wäre, wenn mir jetzt noch so ein Bakura über den Weg laufen würde. Gehen wir von da aus mal. So, das ist ein bisschen kürzer. That's a nice breeze. I could stand here all day. Ja, Elementerz brauche ich nichts mehr, ne? Boah, geil. So. Zeugs aufsammeln. Ich brauche von irgendwann 30 Stück, dass ich an der Banauerhöhenstraße, glaube ich, bekommen kann. Wie soll ich denn das machen? Da kann ich auch keine Katze hinschicken. Habe ich übrigens jetzt auch gerade geschickt. Eine Katze. Habe ich gar nicht mal lange gedacht im letzten Part. Könnte ja auch noch ein bisschen Taschengeld reinbringen. Vom Arklandsumpf. Goldene Frische und so. Oh nein, da ist der Feine ja sicher zu fein. So, warum sollen wir hier hin? This is just as I remember it. Cool and relaxing. So it's always been like this? They say that couples who stand at the top of the falls develop an intense bond for each other. Daredevil lovebirds used to scramble up there all the time. One man in particular was persistent in inviting me as well. Ein menschlicher Mann? Bist du mitgegangen? Bist du mitgegangen? I am a great spirit. I have little interest in participating in human traditions. But
I did enjoy watching other humans do it. I see. It must be an important human custom. Actually, I've never heard about it. Hmm. Then perhaps it's fallen out of practice. Shall we give it a go? Yes, why not? And you needn't worry about slipping. Undine will make sure your fall isn't fatal. Not fatal? Na super. My nostalgia is satisfied. You may do as you please. All right, then we'll be back in a jiff, okay? Are those two always like that? Jo. Sie stehen sich offenbar sehr nah. Interesting. It feels like only yesterday that he and I talked here. Has it really been 500 years? Krass, das ist lang. We went all the way to the edge. Maxwell, I didn't think you'd actually go through with it. The view was worth the trip alone. And you should have seen Jude. Mila, I told you to pretend that never happened. That's right. I quite enjoyed it, to be honest. But if you found it upsetting, I shall suppress the memory. Well, in that case, you don't have to forget it, but just keep it between us, okay? Very well. It shall be our secret. Soll ich's wissen? Well, die Blicke. Fun. On to the next stop. Ja, Fenmont. Das Geheimnis um Jude und Mila. Ja. What's wrong? Have you caught a cold? No. I'm fine. It's just a normal physiological response. But you were splashed with a significant amount of water back there. I knew I should have. Mila, it's fine. Honestly, I'm good. Was habt ihr beiden denn da oben getrieben? I can't tell you that. Luger's reaction is just so amusing. It's because of the way you're talking, Jude. You're making it sound like we did something scandalous. Huh? No, it's not that. We didn't do that. The harder you try to keep it a secret, the more people will wonder. It's basic human nature. I understand that, but still. I know. I'll keep my promise. Which means I can't tell you. Sorry about that. Was ist da oben passiert? Jetzt will ich es wirklich wissen. Und ich werde es herausfinden. Irgendwie. Ich habe Beziehungen. Ich kenne noch 6 andere Leute. Ja, 6. So, nein. Als Clashen. Wahrscheinlich ja zum Dingens hier. Ja, oder da wo. Ja, genau. There wasn't a building in sight last time I was here. Just an endless field, perfect for watching shooting stars. Wow, that sounds nice. People used to say that if you wished upon a shooting star before it vanished, your wish would come true. The human who brought me here loved those silly superstitions. He taught me all sorts of them. Klingt fast genauso wie zwischen Jude und Mila. Sich an ihrer Unterhaltung beteiligen? Zwei haben ja ein inniges Verhältnis entwickelt. No, Jude is slowly melting the ice around Celsius's heart. I'd only get in the way. Celsius taught me a 500-year-old method for making wishes come true. Wanna give it a shot? A spell for granting wishes? Interesting. That does sound like the sort of thing humans would enjoy. Let's try it. Here, you move your hands like this while you make your wish. Hmm, intriguing. Yeah. Did you ever make a wish with anyone back in the day? I don't recall. We've made our wishes. Shall we move on? Alles klar, dann jetzt nach Dingens. I wonder what he wished for. As if asking now would do any good. Mit wem? Von wem hat sie das alles gelernt?
Fort Gandala. Ach ja. So, Rowan, Beziehungen. Lass sie spielen. Just look at this eyesore they built. Aua. But this has to be the place. I'd never forget the mana flowing through here. Why is this place special to you? Because this is where I met him. Who? The first human I ever met. Have you heard of a man named Hao? That name sounds familiar. Wait. What? You can't mean Dr. Hao. Isn't he the head scientist who laid the foundation for spirit arts? If that's the case, his inspiration must have been... Probably me. We even lived together for a while. He insisted. Ein Mensch und ein Geist unter einem Dach. Moment mal, wer ist Dr. Hao? Unter einem Dach, ja. We may have just solved one of history's great mysteries. You could say that. Dr. Hao's theories spearheaded and eventually led to the fundamental arts of spirit channeling. He laid the entire foundation for the age of spirit arts. You make it sound like he was some noble historical figure when really he was just a lovesick fool. Always finding an excuse to get close to me, trying everything he could to woo me. Wait, wait, Dr. Hao hit on you? Have all of these locations we visited been places you spent with Hao? Yes. He used to drag me everywhere, always talking passionately about his dreams for the future. The way most humans do with their friends and lovers. But ultimately, humans and spirits are different creatures. Do you truly believe that spirits and humans can coexist peacefully? I believe it. In fact, I plan to prove it. What? We have vowed to do everything we can to accomplish that goal. Right? Well then, in that case. Warte mal, wie kommt's jetzt auf einmal zu einem Kampf? I think that we should put your vow to the test. Okay, wie zum Teufel kam es jetzt zu einem Kampf, Mann? Oh Gott. Dingens, Waffen. Ich brauche Feuer. Feuer, Feuer. Du brauchst Feuer, Feuer. Feuer. Resistent gegen Wasser, okay. Feuer. Und ja, bei ihm ist es jetzt nicht so wichtig. Lass mal. Rap. Nein. Bin geil an. Kümmern wir erstmal um den Typen hier. 69? Okay. 69, okay. Komm mal her. Warum hau ich den eigentlich mal direkt wieder auf die Beine? Was soll das eigentlich? Was mache ich auf diesen einen Angriff? Wo ist er? Hier. Verdammt! Sack. Ich meine Zack, nicht Sack. Ah. Und ich. Ma, wieso? Jude, was soll das? Du Conquest, Twin Lands,
Verdammt! Verdammt, das wollte ich nicht. Ich wollte mal diese verbundene Art von Jude und Mila benutzen. Dingens. Da eigentlich Jude steuern, ne? Wow. Na warte. Nein, den Angriff vielleicht nicht. Alter, ich habe ja noch gar nicht. Ich bin schon wieder in Zelle 1. Ich bin in der Luft der Steiner. Ich war gerade. Ron, wo bist du? Heilen. So. Oh, okay. Deine Luft Celsius getroffen, ey. Ma, wir haben nicht versteinert. Da eigentlich der Angriff. Hilfe! Nein! Immer bin ich einfach so versteinert. So. Vielleicht hätte ich mich doch erst um Celsius kümmern sollen. Oh, egal. Oh, was hat denn für ein Angriff? Kenn ich gar nicht. Ah. Nein, nein, nein. So, perfekt. Ja, er hat es jetzt voll gebracht, glaube ich. Hier geblieben. Kannst du es wagen? Komm her. Ich sag mir, du kannst keine Mystic Art. Das wäre voll doof. Sehr gut. Das klappt nicht. Er klappt nicht mit der Dingens, mit der verbundenen Art. Wo ist das? Hier. Ist das irgendwo hier? Nö. Okay. Ah, von dem Boden gerammt. Wäre so gut jetzt. Jetzt so gut jetzt gepasst, finde ich. Sehr gut. Wäre auch perfekt gewesen, wenn ich jetzt den Dings eingesetzt hätte. Den verbundenen. This is proof of our vow. I hope you can finally understand. Schnick ist halt, oh man, ich muss ja rausfinden, wie man das macht. It's still standing. Mila. I think not. Look out. Mila, are you okay?
Jude, why would you do this? I just can't stand seeing you hurt. I wouldn't do this for just anyone, you know. Don't you see that? Jude, you idiot. Just look at them. Let me tell you, that idiot right there is every bit the fool Hal was. Jude, Maxwell, you might be able to accomplish our vision. You have what it takes to go and finally create the world that Hal and I always dreamed of. Ist in Ordnung mit euch beiden? Nehmt euch ein Zimmer, ihr zwei. Ja, genau. No problems on my end. But Jude... is in a lot of pain. But I'm okay. I'll live. Celsius. We never got to talk with her about anything besides her memories. It doesn't matter. Celsius and Dr. Howe have given me the lead I needed. This might be the key to resuming my Spyrite research. Balin, it's Jude. I may have found a way to complete the Spyrite project. What? Seriously? Yeah. It'll take a while to explain, though. First things first, Jude. You need to get your wounds treated before telling any long stories. Okay. Maybe we can borrow Dracel's manor in Sherrilton. Okay. Grüner Abschluss. Celsius-Fossil. So, lass mal gucken. Boah, wieso? Er hat halt nicht drinne. Oh Mann, da reicht nicht. Ja, mach das. Verdammt. Foolishness. This really makes me question your priorities, Jude. Huh? Are you mad at me? Mich irgendwie Beziehung zu irgendjemanden hier überhaupt bekommen. Wow, die beiden sind schon wieder kurz davor. Dann Sheraton. Ich kann irgendwo anders hin. Okay. Macht es einfacher. Boah, wegen. Jetzt habe ich deswegen nicht Exilia Spezial einsetzen können. Dreck. Er ist so gut gepasst in dem Kampf. So mit vereinten Kräften, Geist und Mensch hier. Hätte richtig thematisch gepasst. Was soll's. Dann Rainer. Hold still. I can't treat your wounds if you keep squirming. I told you, I'm fine. I already gave myself first aid. Now, now. Let's hear your breakthrough for the Spyrite project. No, maybe this isn't a good time. Mann, das wird langsam peinlich auf. Balin, thanks for coming. Aus der Perspektive. Wild Wyverns couldn't have kept me away. Now, what's this revelation of yours? Well, Spyrites are essentially just spirits, right? Even once they become Spyrites, they still have their own minds. So instead of trying to control them, we should be asking for their cooperation. Asking for their cooperation? How exactly? That's the thing. It's the same way Rizemaxians do it every day. Meinst du Geisterarzt? Und du hast herausgefunden, wie es funktioniert? Meinst du Geisterarzt? Keine Ahnung. You figured it out too. Ah, yes. The process in which spirits perform arts for humans in exchange for our mana.
It presumably requires some form of communication to form a contract. So, spirit arts are actually a conversation of sorts. Dr. Howe was originally trying to communicate with spirits when he invented spirit arts. It must be that the arts contain within them a message that's sent to the spirit. You're right! We picked up on some incomprehensible system of signals when we were analyzing the spirit arts process. If it turns out to be an encrypted spirit language, it just might be what we're looking for. If we decode it and apply it to spirites, we'll even be able to make requests of the great spirits. Can you imagine that? I'll analyze the signals immediately. Leave everything to me. Hey, impressive work there. I didn't do anything. It's all thanks to Celsius. You inherited the possibilities that Howe once envisioned, and that will be the key in leading us to a brighter future. You humans really are something. Thank you for everything. I will make sure that your dream comes true. Ja, schön. Depot-Fäustlinge, oh Gott, die Dinger. Rollo-Fäustlinge und Depot-Fäustlinge. Depot betrachtet diese Handschuhe mit gemischten Gefühlen. So. Ach, werde ich rechtzeitig schon wieder umändern. So, dann gehen wir mal nach Triglyph. Weil da müssen wir immer den Part beenden, muss sein. Und ja, würde ich sagen, das war's mit Shoot Story. Und wir sehen uns dann in der nächsten Charaktergeschichte, im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.